Wir haben ein Sonar! Schön! Bei Let's Play Xenogears! Sollte das besser übersetzt haben mit, wir haben ein Sonarsignal! Das ist es nicht. Dieser Typ passt mit dem AW-Piratenschiff zusammen. Der Yggdrasil. Ein rosa Pokéball-Gier! Yggdrasil? Ist sie in einem anderen Kampf... was? Ist sie in einem anderen Kampf nicht gesunken? Borgen! Nicht doch jedes Mal, wenn die Gesprächspartnerin wechselt, müsst ihr nicht jedes Mal mit der Kamera herumfahren! Das ist schon in Ordnung so! Nach dem ersten Mal! Davon gibt es keine Aufzeichnung. Wir waren damit so beschäftigt, den roten Gier zu bekämpfen. Deswegen haben wir uns ein rosa Unterseeboot gekauft. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie nicht gesunken ist. Ich glaube, die Daten zeigen, die Yggdrasil, die Träger für diesen Gier waren. Genau so macht man das. Ein Moment, mein Handy klingelt. Ja, das ist korrekt. Exzellent. Übergib mir das Steuer. Exzellent? Was planst du? Sie zu versenken natürlich. Sie wird dem Commander nie wieder Ärger bereiten. Warte, der Commander hat befohlen, das Verschwinden dieses fliegenden Kampfschiffes zu untersuchen. Wir dürfen nicht davon abweichen. Außerdem haben wir nicht mehr viel Treibstoff und müssen es wieder auffüllen. Yes, endlich leiden die Gegner auch mal unter Treibstoffmangel. Booyah, ich hab schon gedacht, das wird nie wieder vorkommen. Normalerweise leidet man doch als Spieler als Einziger unter sowas. Ah. Wir haben genug. Ich nehme sie auseinander. Groan, was auch immer das heißen soll. Wenn du einmal angefangen hast, kann man dich nicht mehr aufhalten, was? Ich hoffe, du weißt, dass ein Wasserkampf ganz, ganz anders ist als ein Land. Ein bisschen flüssiger. Ich kann nicht glauben, dass ich das gesagt habe. Natürlich. Sorry, Kelviner. Es ist unter 10 Grad Kelviner. Ja, immerhin. Keine Ahnung, erinnert mich so ein bisschen an Emerald Gear, wollte ich schon sagen. Emerald Web. Na, eigentlich doch nicht, aber keine Ahnung. Dieses Riesenblechteil unter Wasser. Es hat gemundet, hoffe ich. Ich weiß, du hast lange nichts gegessen, aber wie kann man nur so viel in sich hineinstopfen? Das ist großartig, großartig. Ich mag es, wie du es. Dein Schiffbruch war also nicht vergebens. Und der Ofen ist groß genug, damit du... Oder, falsches Märchen. Männer haben Mut und Appetit. Männer haben Muskeln. Männer sterben nicht ohne Grund. Ich hab den Text nicht mehr. Entschuldigung. Herbert Grönemeyer, Männer, ich liebe es. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Oder bist du gerade entsetzlich? War das ein... Haben wir gerade gezittert? Das war bloß Einbildung. Glaube ich nicht. Ne, Captain! Der erste Mat ruft nach Ihnen! Verstanden, bin auf dem Weg. Sieht so aus, als wäre was los. Sorry, aber ich muss zurück zur Brücke. Aber bitte lasst euch gut gehen. Seine Mischung aus Vogel und Walross-Kapitän, oder? Wie weiß ich? Wie lacht man so? Ellie, ist das eine Wasserfontäne? Es ist so weit weg, ich kann's nicht gut sehen. Aber es sieht aus wie ein Kampf! Mein Kampf? Nein! Gehen wir auch zur Brücke. Okay! Oh, das hätte ich mal ein bisschen inbrünstiger. Geh mir aus dem Weg, du Schwubbelmat. Speicher nochmal. Und nein, ich gehe nicht die Leiter hoch. Und sehe euch dann gleich wieder. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie toll ich denn die Hintergrundmucke finde? Die haben nun meinen Kampf direkt neben der Thames zu beginnen. Das bringt mein Blut zum Kochen. Hey, Hans! Ich habe die dicke Wärter schon lange nicht mehr abgefeuert. Soll aber ein, zwei Schüsschen wagen?
Ja, ich weiß, ich kann die Delfinsprache nicht gut nachmachen, aber... Machst du Scherze? Warum die Fängs mit damit reinziehen? In einen Kampf zweier Parteien, die wieder Freunden auch reinziehen? Und die dicke Bertha ist nur ein Haufen Schrott, du dir im Vollrausch auf die Fames geladen hast. Du verstehst einfach den Code der Männer des Meeres nicht. Na, Entschuldigung, aber was macht ihr da? Sieht so aus, als wäre ein U-Boot einem Angriff ausgesetzt. U-Boot? Lass mal gucken. Obwohl ich hier nicht durchgucken kann, weil das Ding an meine Stirn klopft. Also das Gehirn. Nein, das, das komische Ding, also Fernrohr. Boah. Das ist auf die Größe des Kapitäns eingedingst halt. Hey, das ist Captain Nemo. Dieses Schiff schwimmt. Was? Was ist los? Das ist die Yggdrasil. Ist es nicht Barts Schiff? Yeah! Es hat überlebt. Super! Wir können hier nicht herumsitzen. Los geht's! Wohin? Ihnen helfen. Was sonst? Ohne Gears? Zieht jetzt erstmal die Pferdchen. Lass mich mal machen. Doc, hier ist der Patient. Nein, hier ist die Brücke. Ich hab den Text aus den Augen. Verdammt, wo ist der Text? Wo, das darf doch nicht wahr sein. Ach da. Wie sieht es mit den Gears der Jester aus? Die Reparaturen sind bald abgeschlossen. 2 Minuten. Hä? In 2 Minuten seid ihr fertig. Dann nach draußen mit ihnen durch den Versorgungseingang zum Deck. Ja, Sir. Eure Gears werden vom Deck transportiert. Jeder holt's euch. Wenn ihr braucht, könnt ihr die Ausrüstung im Shop beim Versorgungseingang kaufen. Was sagst du, Captain? Gib dir, Captain! Wir haben nicht getroffen! Ich spreche fast wie Chekhov, oder? Müssen wir auch beschossen werden, während wir im Kampf sind? Sei ruhig. Unsere Gäste kämpfen, um ihre Freunde zu retten. Stell dich ihnen nicht in den Weg. Wenn wir ihnen nicht helfen, würde das den guten Namen der Seemänner trüben. Ja, Sir. Aber die Thames wird sich nicht in irgendwelche Kämpfe einmischen. Einmische, sag ich euch. Einmische. Danke, aber das ist mehr als genug. Einmische. Wir müssen mehr Soßenbinde einmischen. Wir müssen jetzt zum Deck gehen. Ich gehe erstmal. Ach, du liebe Güte, was ist heute mit mir los? Gott. Nee, Deck? Nee, Bier. Ich wollte eigentlich nochmal zum Verkäufer gehen, weil ich beim letzten Mal versehentlich vergessen habe, zu gucken, was er so für Nicht-Tune-Teile verkaufen kann. Nein, ich bin in die richtige Richtung gegangen. Ah, das ist das erste Mal, dass ich mich nicht in die richtige Richtung begeben wollte. Ja, dann muss ich wohl oder übel den Kampf so bestreiten, wie ich gerade da bin. Na, warum kämpfen die? Ach ja, genau, die wollen sich nicht unbedingt einmischen. Die wollen sich nicht einmischen. Aber die können Beton anmischen. Das wäre doch mal was. Irgendwie diesen komischen U-Boot-Gear von Kelvena und Dominia. Das hätte schon bei der Domina gesagt. Danke an dieser Stelle an Gautam. Danke, danke, danke. Ordentlich Betonfuß zu verpassen, oder? Das, naja. Würde wohl nicht trocknen unter Wasser. Oder gibt's unter... muss es ja irgendwie... Ich kenne mich damit nicht aus. Ich meine, es gibt ja irgendwie so großartige Unterwassersockel für Brücken und so weiter. Und jetzt sehen wir den hier noch irgendwie 10 von... Oh! Ach du liebe... Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich hab gedacht, diese Kräne, das ist eine Sequenz und ich warte hier die ganze Zeit, dass sich hier was tut. Es tut mir ewig leid. Ah, ich hätte einfach nur einsteigen müssen in die Gears. So, ich gehe mal einkaufen. Wir wissen ja hoffentlich noch, wo das ist. Und dann sehe ich euch gleich wieder. Hab nicht viel gekauft, sondern nur ein paar HP 30-Regenerationsteile. Einen davon Ende gegeben, weil sie nur an 30%, 10%igen hatte. Und die Dinger verbrauchen. Okay, los geht's. Warte. Und die Dinger verbrauchen halt irgendwie, ich glaube, prozentual vom Maximum des momentan möglichen Treibstoffvorrates irgendwas und ja, 10% ist ein bisschen wenig, dachte ich. Oh, komm schon, Zitan.
Als ich schon dachte, dass wir gerettet wären, werden wir nun zu Schweizer Käse verarbeitet. Wir werden hier wirklich nicht gemocht, oder? Da, ja, natürlich können sie fliegen, aber nein, wenn ich sie steuere, können sie nicht fliegen. Faye und Ellie, Faye und Ellie, Faye und Ellie, ich bin Zitan, 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 ihr seid in Ordnung. Irgendwie. Das ist die falsche Zeit für tränenreiche Zusammenkünfte. Yeah! Punkt, 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 badada, badada. Wo ist Bart? Wenn ich kein badada, badada mache, kommen welche und beschweren sich bei mir, deswegen badada, badada. Er kämpft unten. Er sagte, dass er sie aufhält, bis die Tiefenladungen fertig sind. Aber er brach ohne angemessene Hydro-Preps auf, oder Hydro-Vorbereitungen auf. Wir sind damit beschäftigt, die Tiefenladung fertigzustellen. Auch Gears sollten die Unterwasserkriegsführung aushalten. Geht und helft ihm. Verstanden. Ellie, los geht's. Blub. Ja, zum Glück kriegen wir keinen riesen Kondomanzug wie bei Evangelion übergestülpt. Bei Magma Diver. Ich erinnere mich dran nur zu gut. Ah. Verdammt, ich kann mich kaum bewegen und du flutschst dir überall herum. Sieht so aus, als hättest du einen harten Kampf. Was, Bart? Weh, du lebst! Hey, das ist mein Text. Hey, was ist denn mit diesem Gear? Autsch! Elheim, was machst du hier? Dominia, warum bist du hier? Warum? Wir Gäbler brauchen keine Gründe, ein feindliches Schiff zu versenken. Es ist unsere göttliche Pflicht, diese groben, landgrabenden Lämmer zu beherrschen und sie in Schiffe versenken zu besiegen, weil wir schummeln. Aber warum? Du solltest, wo sollten sie anders als wir Schafhirten die Abel sein? Für mich sind Lämmer und Abel dasselbe. Die einzig definierte Unterscheidung ist das persönliche Talent. Die Ignoranten müssen durch die Weisen geführt werden. Das ist unsere Aufgabe. Sieh, was du als Element erreicht hast, Ellie. Warum fragst du überhaupt? Deine Überlegenheit ist offensichtlich. Also, ist es ein Zeichen von Talent, wenn die Weisen die Schwachen verletzen? Ich wollte das nicht, das ist alles. Ellie, bist du in Ordnung? Dieser Gier, du bist derjenige? Ha, also ist das so. Wie amüsant, Elheim. All das für diesen Mann? Die Geschichte war nach all dem wohl wahr. Du wusstest von diesen niederen Lämmern, was? Du wurdest von diesen niederen Lämmern geboren. Was? Was nochmal? Ja, was? Nein, ja, du wurdest von diesen niederen Lämmern geboren. Halt, kein Wort mehr! Was willst du dagegen tun, du Mischlingsköter? Willst du die Kraft nun gegen mich benutzen, die du während des Vorfalls angewendet hast? Los, zeig's mir! Zeig mir deine wahre Kraft! Werde ich! Wenn ihr Gäbler weise seid, dann ziehe ich es vor, eine Närrin zu sein. Dann soll es so sein. Dann wird mit dir verfahren wie mit einem Verräter, der du bist. It's Boss Time! Yay! Endlich mal wieder nach dem ganzen Gelaber und, ja, der ganzen verwirrten Zeit, ich meine. Komm schon, Elheim, zeige mir dein wahres Ich. Und ich zeige dir meinen Penis! Entschuldigung, das sah gerade irgendwie so aus. Time to boost! Okay, ja, im Grunde hätte ich auch noch Bart ein bisschen boostern können, aber puh, wozu? Sie ist, soweit ich weiß, gegen alle Elementarten gleichermaßen empfindlich für 720 Schaden. Und ja, ich hau ja sozusagen einfach mal drauf. Ah, oh, so schön viel Schade. Ja, mit dem guten Bart werde ich mal wieder Wild Smile ansetzen. Quinker, Quinker. Ja, tut mir leid. Ich kann nun mal schlecht in die Kamera hier mit meinem super Lächeln reinlächeln. Und sieht man ja nicht. Und das wollte auch nicht sehen. Ja, mit Ellie wie gehabt. Hier immer schön reinbrezeln. Mit Wild Smile, wie gesagt, bewirkt, dass die Trefferwahrscheinlichkeit und die Ausweichwahrscheinlichkeit des Gegners abnehmen. Und das ist klasse! Ja, der Gegner hat. Vielleicht hätte ich ihn doch aufpumpen sollen, aber der Gegner hat, glaube ich, so 2400 oder 2800 Lebenspunkte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das war schon. Scheiße, wo ist der Text? Junger Meister, die Tiefenladungen werden. Wir schmeißen die ab. Geh zurück.
Ach, da ist der Text. Ja, wieso fliegt die jetzt? Holy cow! Wahnsinn, eine fliegende Yggdrasil? Wahnsinn. Haben wir jetzt ein neues Luftschiff? Oder luftschifffähiges? Ist Dominia tot? Ja! Das war nichts. Los, los! Genug ist genug, Dominia. Rückzug. Ich war so nah dran. Aber glaub hier nicht, ich kehre mit leeren Händen zurück. Der Bauchbums! Was? Ja, meine... Die hat noch nicht mal getroffen! Das ging auch daneben! Ja gut, damit könnte ich mich perspektivisch ärgern. Ah! Verdammt, ich habe das schöne Gestöhne von Ellie übertönt. Ellie! Und sie starb. Schon wieder. Naja. Und sie haben einen schwarzen Bildschirm. Doch was ist mit Ellie passiert? Werden wir sie zurückerobern können? Werden wir es schaffen, hinterher zu fliegen? Kann die Yggdrasil schwimmen? Fliegen? Erfahren wir das in der... Ach, mein Gott. Das bisschen Dialog kriege ich auch noch zu Ende. Faye, wo ist Ellie? Der Gegner nahm sie mit. Hey, ich bezweifle das. Bart, was meinst du? Halt, Faye! Das ist nicht die Zeit zu zanken. Wir müssen einen Ort finden, wo wir die Yggdrasil reparieren können. Keine Sorge, das Schiff dort drüben, welches uns gerettet hat. Sie nennen sie Thames, aber hat aber die Größe einer kleinen Stadt. Ihr Captain könnte uns helfen. Das ist die Thames. Ja, ist sie. Und dieser komische Dialog von Bart sollte quasi andeuten, dass er Ellie immer noch misstraut. So, was ist passiert? Erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Xenogears. Bis dahin, ciao.